So, da sind wir auch schon bei der dritten Aufgabe jetzt, nämlich alle absolviere ein Motorboot-Zeitrennen. Ist so ähnlich wie die Schwimmen-Aufgabe aus der letzten Woche, aber ich denke mal, die hier wird sogar noch definitiv einfacher sein. Man muss halt ein bisschen Glück haben, aber darauf gehen wir gleich ein. Kurze Info an alle neuen Zuschauer. Kurze Sache, wer bin ich? Ich bin der, der alle Aufgaben für euch macht, der Custom Games erstellt durch den Creator Code, was natürlich nur durch euch möglich ist, und hau dabei natürlich auch noch ein Preisgeld raus. Wenn du dabei sein willst bei den Custom Games und auch bei Skin-Verlosungen, weil die mache ich nämlich auch. Wie gesagt, sobald wir 800 V-Bucks haben, hier oben seht ihr rechts, wir haben jetzt 530 wieder, aber durch Rette die Welt komme ich da eigentlich ziemlich schnell auf die 800 immer wieder. Hier seht ihr auch immer in den Shop-Videos, wie sieht das Ganze gerade aus mit den Custom Games und wird es heute eine Verlosung geben oder nicht. Ich schlage es halt dann immer vor, wenn wir die 800 V-Bucks haben, hört mal, ist der Skin hier in Ordnung für euch? Schreibt es in die Kommentare, dann mache ich noch eine Abstimmung, ob wir heute einen Skin verlosen sollen. Halt den einen, wir können ja mal kurz reingucken. Zum Beispiel heute, ja, heute wäre es glaube ich gar keiner gewesen. Hier hatten wir auch keinen 800er, ne? Ne, heute zum Beispiel wäre dann keine Skin-Verlosung gewesen, weil wir haben halt einfach gesagt, wenn, dann machen wir Skins. Also, weil, wenn das Beste ist, natürlich ein Skin. So. Wenn aber keiner dabei ist, so wie jetzt, dann warten wir halt auf morgen. Dann frage ich wieder, wenn dann ein Skin drin ist, sollen wir den und den machen? Wollt ihr den haben? Wenn dann eher ja kommt, dann natürlich machen wir die Verlosung. Wenn nein, dann eben nicht. Dann warten wir halt auf den nächsten Tag. Also es ist nie eine Pflicht, dass das dann mit dem nächsten 800er Skin kommt, sondern das spreche ich natürlich mit euch ab. So, wenn du natürlich dann einen Skin haben willst, müsstest du bitte eine Sache machen. So wie Moonlight das Ganze jetzt auch schon gemacht hat. Einfach YT-Family Hack, genauso wie mein Creator Code. Einfach Freundschaftsanfrage schicken, weil das hat einen bestimmten Grund. Nämlich, den zeige ich euch jetzt und der ist wirklich wichtig für euch. Nämlich, wir müssen, wie gesagt, 48 Stunden miteinander befreundet sein. Sonst sieht das Ganze nämlich aus wie bei Emo on PC. Dann könnte ich, wenn du Enes heißen würdest, könnte ich hier ohne Probleme jetzt einen Skin rüberschicken. Aber bei Emo, da kann ich klicken, wie ich will, da passiert einfach gar nichts. Das Problem ist halt, aus Sicherheitsgründen sagt Epic klipp und klar, nein, 2 Tage muss man miteinander befreundet sein, bevor man irgendeinen Skin verschenken darf. Ist eigentlich auch nur zu unserem Guten, aber ich will ja auch die Leute belohnen, die schon länger dabei sind. Die sollen Skin gewinnen und nicht einer, der gerade zufälligerweise mal auf meinen Stream stößt. Auch hier gibt gerade eine Skin-Verlosung und gewinnt den Skin und kommt nie wieder. Könnt ihr verstehen? Deshalb natürlich auch das mit den Custom Games. Kann ich euch auch direkt einblenden. Es wird am Ende einer gewinnen, der natürlich öfters im Stream ist. Wir machen extra nicht eine Runde und dann, keine Ahnung, sage ich jetzt mal 50 Euro. Eine Runde, er holt sich die 50 Euro mit und kommt nie wieder. Deshalb, wir machen das immer untereinander mit der Community an sich. Und wer da halt die meisten Siege hat in einem gewissen Zeitraum, der steht aber immer dann im Titel, dann gibt es halt das Geld. Ich denke eigentlich, das ist eine faire Sache. Ist ein schöner Wettkampf, aber ihr seht ja selber, Coco setzt sich da ein bisschen stark durch. Also er hat jetzt 14 Siege, 50 Kills. Die Kills sind da relativ egal. Ist halt, die Kills sind eigentlich nur dafür da, falls wir 2 erste Plätze hätten. Dass dann natürlich der mit den meisten Kills, der würde natürlich dann das Preisgeld bekommen. So, dann versuchen wir unser Glück mal mit der Aufgabe, weil ich habe fast schon die Befürchtung, dass wir die nicht direkt schaffen. Wir gehen aber trotzdem mal rein, in Gruppenkeile machen wir das Ganze, weil ich würde fast behaupten, dass es einfacher ist in Gruppenkeile als in Solo. Aber wenn es in Gruppenkeile nicht jetzt direkt funktioniert, probieren wir das Ganze dann doch mal im Solo. Aber ich denke mal, Gruppenkeile, sind die Leute eigentlich noch mit den anderen Aufgaben beschäftigt? Aber das werden wir halt jetzt schon sehen. Im Prinzip sehen wir hier schon auf dem Ladebildschirm den Hintergrund. Da müssen wir nämlich hin. Das Zeitrennen ist wieder schön auf dem See. Beziehungsweise, ja, für mich ist es einfach immer ein See. Weil, wie gesagt, wir müssen hier an dieser Anliegestelle, da müssen wir hin. Da müssen wir das Boot holen und dann einmal quasi im Kreis fahren. Ich hoffe halt jetzt wirklich, dass wir das hinkriegen. Wie gesagt, da, wo der blaue Punkt ist, müssen wir anfangen. Und dann einmal rum. Also ich mach's mal gerade einmal, müssen wir dann hier rum. Und hier ist dann das Ziel. Ich hoffe halt einfach, dass wir es jetzt direkt schaffen.
Ansonsten müssen wir es halt noch mal im Solo-Modus probieren. Aber wir versuchen jetzt einfach mal unser Glück. So, am besten direkt raus. Und wie gesagt, mit Gruppenkeile kommt ihr ziemlich weit runter mit dem Gleiter. Deshalb, ihr braucht den Gleiter eigentlich gar nicht früh öffnen, damit ihr da definitiv der Erste seid. Aber einfach wird das, glaube ich, definitiv nicht. So, jetzt ist nämlich auch meine Frage, wann ziehe ich den? Ihr seht schon, auf dem See, da ist der Anfang. Jetzt sag ich, da ist kein Boot. Ah, doch. So, dann gehen wir hier zum Boot. Aber wie es aussieht, ich bin alleine. So, und dann einfach hier durchfahren. Ja, Ruckler sind natürlich wieder inklusive. Zwischendurch den Boost aktivieren, aber ich weiß nicht, wie gut ihr fahren könnt. Übertreibt's nicht. Nicht, dass ihr irgendwie vorbeifahrt, aber man sieht es ja an mir. Fahrskills sind auch gerade nicht wirklich da. Aber ich finde einfach, die Zeitaufgaben sind deutlich einfacher geworden zu früher. Also ich weiß, früher habe ich an den Zeitaufgaben bestimmt ein, zwei Stunden teilweise gesessen. So, spart euch hier für den letzten Sprung den Boost auf. Ihr seht schon, zack, und schon haben wir es geschafft. Einmal im Kreis fahren und schon habt ihr das Ganze. So, wenn ihr dann noch Bock habt, weiterzumachen, einfach hier in die Mitte gehen und sammelt euch dann. Oh, hier ist ein Gegner. Oh, hier sind zwei Gegner. Ja, das war es an der Stelle komplett. Ist nämlich, wenn man keine Waffen hat. Aber ein, zwei Kills will ich hier definitiv noch machen, weil ich komme halt eigentlich nie zum Leveln. Meine Stammzuschauer werden das wissen, weil ich halt einfach die Custom Games mache. Und in Custom Games gibt es ja leider keine EP. Deshalb versuchen wir jetzt hier mal noch ein, zwei Kills mitzuholen. Und wie gesagt, ich hoffe, das an sich hat euch die Aufgabe gefallen. Wenn ja und ich konnte euch weiterhelfen, gerne ein Abo da lassen. Ich denke mal, man sieht sich eh noch öfters, wenn ihr noch weiter Fortnite spielt. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf Custom Games und Skin-Verlosungen, gerne mal ein Abo da lassen. Kostet euch ja nichts. Warte, wo ist er? Er muss natürlich von hinten kommen. Wo habe ich denn da Schaden von unten gemacht? Lol. Nee, 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 nee. So einfach kommt ihm hier nicht davon. So, waren die jetzt? Hier, oder? Ja, 23 Munition nur noch. Ja, der andere ist immer noch da. Ach Gott, das hört sich schon ein Pro-Gamer an, so oft wie der im Editieren ist. Jo, Lecks sind wieder inklusive. Nein! Ach toll. Das war natürlich der beste Versteck-Move. Da seht ihr wieder, wie toll meine Skills sind. So, wo haben wir denn hier noch einen? Einen Kill will ich noch machen. Ne, eher nicht. Lässt er mir was übrig? Ne, er will alles für sich haben. So, da unten waren noch Gegner. Und wie gesagt, holt euch auch immer die Pilze mit, wenn ihr noch kein Level 100 seid. Aber wir wissen ja, der Battle Pass geht ja leider bis Anfang Februar. Also, wer auf die glorreiche Idee kam, der gehört eigentlich erschlagen. Wie gesagt, holt euch immer die Pilze mit. So habt ihr auch noch ein bisschen mehr EP. Aber ganz ehrlich, ich weiß selber nicht, für was man eigentlich noch leveln soll. Weil man hat ja nichts davon. Ist halt die Frage, kommt dann noch was mit dem Leveln? Kommt was bei Level 200 oder so. Jetzt nicht die, die jetzt schon 200 sind. Die werden das dann einfach so bekommen. So, oben Lama? Ne. Die werden das dann einfach so bekommen. Aber eigentlich sollten sie schon bei Level 200 was machen. Bei Level 300. Gerade wenn der Battle Pass so lange geht. Weil das ist irgendwie schon ein bisschen übertrieben, finde ich. So, wo ist hier denn mit dem Boot? Wo ist er? Na komm. Ja, dann. Ist er rausgesprungen oder wurde getötet? Lol. Jetzt wurde er getötet. Einfach eiskalt weggesniped wurden. So, dem lasse ich auch die Metz. Dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon. Ich habe gedacht, wir finden vielleicht noch einen.
Mal gucken, wie hier die. Da, ich liebe diese Tarnung. Also nochmal Dank an den, der mir die Tarnung geschenkt hat. Ich kann immer nur wieder sagen, danke. Das ist die beste Tarnung echt in dem ganzen Spiel, finde ich. Oder was meint ihr? So, jetzt habe ich euch mal lang genug genervt. Ich hoffe, ihr konntet die Aufgabe auch so schön machen wie ich. Und in dem Sinne, wie gesagt, gern Abo da lassen. Custom Games, Skin Verlosungen. Und in dem Sinne sage ich mal, haut rein.